Ja, hallo und herzlich willkommen bei Avanti on Tour. Ich bin der Dirk und in diesem Video soll es noch mal ein bisschen um das Thema Kooperation und Produktvideos gehen. Ich wollte eigentlich dieses Video beginnen mit einigen Kommentaren, die ich bei uns und auch bei anderen YouTube-Kanälen lesen musste. In der Folge der Markteinführung der EcoFlow Glacier. Und ich habe den ganzen Bereich jetzt erstmal wieder rausgeschnitten aus dem Video, weil das dann einfach doch zu lang wird und ich eigentlich gar keine Lust habe, mich nochmal zu ärgern. Und mir ist es viel wichtiger, das Ganze nochmal aufzurollen und nach vorne zu gucken, damit sich vielleicht bei dem einen oder anderen ja so ein bisschen Einsicht breit macht, wie solche Kooperationen ablaufen. Ich gucke jetzt zwischendurch immer nach unten, weil ich hier meinen Laptop stehen habe. Seht es mir bitte nach. In dem Video, das kennt ihr von mir, werde ich sehr ehrlich sein. Ich würde vielleicht für den einen oder anderen zu ehrlich sein, aber ich möchte einfach das ganze Thema Kooperation, Kosten für uns, Nutzen für uns ehrlich und transparent nochmal rüberbringen. Wir werden uns auch wieder einige Umsatzdaten hier bei Avanti on Tour angucken. Und mein Ziel ist es vielleicht am Ende des Videos, ja, ein bisschen mehr Gelassenheit bei dem einen oder anderen zu erreichen, wenn es um solche Produktvideos geht. Und ich sage ganz klar direkt schon zu Beginn, die haben immer hier zu Avanti on Tour gehört und die werden auch in Zukunft ein paar Mal im Jahr hier bei Avanti on Tour gesendet werden. Ja, für die wenigen, die es vielleicht nicht mitbekommen haben, was ist passiert? EcoFlow hat am 26. April die EcoFlow Glacier gelauncht, eine Kühlbox im, ja, ich sag mal, im Premium-Segment und hat augenscheinlich diese Box an ein ganzes Dutzend YouTube-Kanäle hier in Deutschland und natürlich auch einige weitere 20, 30, 40, wie auch immer, weltweit verschickt und ja, jeder hat dann auf seine Art ein Video dazu gemacht. Und ja, natürlich auch mehr oder weniger am gleichen Tag veröffentlicht. Ich möchte nicht so weit gehen wie ein YouTube-Kollege von mir, der gesagt hat, ja, jeder, der mehr als 3 Abonnenten hat, hat so eine Box bekommen. Das ist Quatsch. Aber die Auswahl, die war schon etwas seltsam. Aber, und das gehört einfach dazu, das ist die Entscheidung von EcoFlow. Das ist nicht mein Ding, das ist nicht mein Unternehmen, ich habe das nicht zu entscheiden, wie EcoFlow Marketing macht oder Anker oder Bluetti oder wie sie alle heißen. Das ist deren unternehmenspolitische Entscheidung. Da haben wir hier als YouTuber so gut wie keinen Einfluss drauf. Und wie immer sind es einige wenige Kommentare, die die gesamte Suppe versalzen. Da war die gesamte Bandbreite aller deutschen Tugenden dabei. Unzufriedenheit, Neid, Missgunst, teilweise auch Unverständnis. Und für mich war dann klar, du machst jetzt mal ein Video und erklärst mal, wie sowas eigentlich abläuft. Denn, das muss man ganz klar sagen, das ist mittlerweile heute völlig normal. Ich habe bei mir im Abo-Feed bei YouTube eine ganze Reihe an YouTube-Kanälen aus USA, aus Kanada, aus Großbritannien, aber auch aus Deutschland, aus dem Bereich Technik, Kamera, Drohnentechnik und so weiter. Und das passiert ganz oft im Jahr, dass ich abends nach Hause komme, rufe YouTube auf und sehe, aha, da ist mal wieder eine Embargo-Frist abgelaufen und meine Lieblings-YouTuber haben da mal wieder Videos rausgehauen über die neueste GoPro Hero, die neueste DJI Mavic Pro. Sigma und Tamron haben neue Objektive veröffentlicht. Sony die neue Kamera oder Canon. Und dann weiß ich halt direkt, ja, da ist irgendwas im Hintergrund passiert. Embargo-Frist, das ist ein Wort, das muss man kurz erklären. Das seht ihr nachher noch, wenn ich mal auf diese Kooperationsvereinbarungen eingehe. In der Regel bei wichtigen Produktneuheiten bekommen die YouTube-Kanäle diese Produkte Wochen vorher. Haben dann allerdings eine Geheimhaltungspflicht bis zu einem gewissen Tag. Und an dem Tag, wenn dieses Embargo endet,
soll dann in der Regel auch das Video fertig sein. Das heißt, man hat dann einige Wochen Zeit, sich darauf vorzubereiten. Aber da kommen wir gleich zu. Ich persönlich, und da kann ich jetzt nur für mich selber reden, ich käme nie auf die Idee, meinen Lieblings-YouTubern das zum Vorwurf zu machen. Im Gegenteil, ich sehe in dieser Vielfalt, in dieser Menge an YouTube-Videos, für mich als Abonnent, als Konsument, als Verbraucher, eine Riesenchance. Wenn ich mich für ein Produkt interessiere, sagen wir mal jetzt für die neueste Mavic Pro oder für die neueste GoPro oder DJI-Kamera, wie auch immer. Wenn ich mich dafür interessiere, dann habe ich die große Chance, hier unter einer Fülle an unterschiedlichen Videos auszuwählen. Möchte ich es kurz und knackig haben, dann gucke ich bei Peter McKinnon rein oder bei Matti Harpoja. Will ich, ich sag mal, eine etwas längere, aber auch noch nicht ganz so ausführliche Betrachtung des Produkts, dann gucke ich bei Peter Lindgren rein, bei Terry Warfield. Will ich eine technikbasierte Analyse dieses Produkts, gibt es für mich nichts Besseres als Jared Undone. Und will ich dem Grunde nach eine gelesene Bedienungsanleitung, dann gucke ich bei Jeevan Dovi rein. Also, was ich damit sagen will, ist, das lässt sich auf den deutschen Markt übertragen. Wir haben YouTube-Kollegen, die wirklich im Technikbereich super sind. Mr. Togi, JBTV. Die gehen so detailliert an das Produkt ran, an Bereiche, da käme ich im Leben nicht drauf, da mit einem Voltmeter rumzumessen. Ja? Das ist eben eine Vielfalt und die Chance habt ihr da draußen, wirklich euch abends den YouTuber rauszusuchen, der euch das Produkt am besten verkauft bzw. vermittelt. Jetzt muss man natürlich auch mal gucken, wie so eine Kooperation abläuft. Ich habe ja in dem Video gelöscht, Episode 1, mal die ganze Fülle an E-Mails dargestellt, die wir hier bei Avanti und Tour so in einer Woche bekommen. Und in der Regel läuft so eine Kooperation zunächst auch mal über eine E-Mail ab. Ich bekomme von irgendeiner Firma die Frage, hör mal, hast du hier Interesse an dem Produkt? Ich kann mir dann überlegen, interessiert mich das Ganze oder interessiert mich nicht? Und bei den Ecoflow-Produkten, egal ob Glacier, Wave 2 oder wir haben in den nächsten Wochen auch noch die Delta 2 Max, muss ich ganz einfach sagen, das sind Produkte, die interessieren mich auch persönlich. So, und dann antworte ich den Firmen in der Regel per Mail dann zurück und sage hier, okay, ich habe Interesse. Wie stellt ihr euch das vor? Was habt ihr für Erwartungshaltungen an mich? Und welche Wünsche habt ihr? Gibt es irgendwo eine Deadline, bis zu dem das Produkt vorgestellt werden muss? Oder kann ich mal Zeit lassen? Gibt es irgendein Zeitfenster? Und da muss man noch zwei Begriffe unterscheiden, eigentlich im Grunde nach drei. Das Dedicated Video, das Integrated Video und das YouTube Shorts. YouTube Shorts, denke ich, kennen die meisten mittlerweile. Das sind diese 60-Sekunden-Clips, mit denen YouTube versucht, so ein bisschen Instagram und TikTok das Wasser abzugraben. Dann haben wir die Integrated Videos, also die integrierten Videos. Das kennt ihr von uns beispielsweise über die zwei Revolution Race-Integrationen, die wir pro Jahr machen. Ne, wo dann in einem normalen Reisevlog mal dargestellt wird, was der Werbepartner irgendwie zu bieten hat über eine Rabattaktion. Und dann gibt es die sogenannten Dedicated Videos. Das sind im Grunde nach die Videos, die sich dann ausschließlich mit diesem einen Produkt beschäftigen. Ja, und je nach Kooperationspartner gibt es dann halt auch noch von mir die Forderung nach einem gewissen Honorar, nach einer gewissen Aufwandsentschädigung, wie die Höhe sich da bemisst, stellen wir noch ein bisschen zurück, kommen wir gleich. In der Regel kommen dann so zwei, drei Mails, geht es hin und her und dann haben wir einen Contract. Also wir schließen dann einen Vertrag ab. Das ist mit Ecoflow, mit Bluetti, mit Anker. Da geht alles über einen gewissen Vertrag. Da steht dann drin, wann das Video zu erscheinen hat, wie lange, ob wir noch einen YouTube Shorts machen oder ob wir noch eine Integration irgendwo in dem Video machen. Bluetti beispielsweise möchte immer noch so 5 bis 10 Fotos haben, wenn ich das Video drehe, um das irgendwie vielleicht auf der Homepage zu verwenden. Da geht es im Vertrag in keinster Weise inhaltlich um irgendwie, wie das Produkt darzustellen ist. Das kommt etwas später. So, und wenn der Vertrag dann unterschrieben ist, dann kommt in aller Regel, ein paar Tage, ein paar Wochen später, kommt das Gerät. Und dann habe ich Zeit, dieses Gerät zu testen. Ja, und bevor ich dann das Video mache, fordere ich vom Hersteller, wenn er es mir nicht bis dahin schon geschickt hat,
Die sogenannten Must-Talks. Also das sind beispielsweise hier von Ecoflow habe ich das hier für die Wave 2. Das sind Gesprächspunkte, die im Video erwähnt werden müssen. Da steht jetzt nicht drin, hey, wie toll das Produkt ist und wir sind die Größten. Darum geht es nicht. Die Must-Talks oder diese Gesprächspunkte geben eigentlich nochmal die Features, die Eigenschaften des Produkts wieder. Und ich habe diese Aufstellungen, diese Handouts eigentlich ganz gerne, weil ich mich da so ein bisschen am Video auch langhangeln kann. Dass ich eben weiß, wie viel Watt hat das Ganze, welche Kapazität haben wir drin, wie viele Anschlüsse sind drin. Oder jetzt bei der Wave 2 beispielsweise, wie schnell kühlt die, wie schnell heizt die, wie lange hält der Akku. Na, das sind so Punkte, die der Hersteller gerne im Video untergebracht haben möchte. Und dann hängt es natürlich am Geschick des einzelnen YouTubers, und da kann ich natürlich jetzt nur für Avantion Tour reden, das so rüberzubringen, dass es nicht gekünstelt wirkt, sondern dass das so klingt, als hätte ich mir das selbst überlegt. So, und da muss man dem Grunde nach noch zwei Kooperationspartner unterscheiden. Die einen, die das Video vor der Veröffentlichung nochmal sehen wollen, und die anderen, denen das völlig egal ist. Mir sind beide gleich recht. Ecoflow beispielsweise, zumindest jetzt bei der letzten Kooperation, die wollten das Video vorher nochmal sehen. Und da geht es jetzt auch nicht darum, dass man dann kritisiert, wie schlecht ich das Ganze dargestellt habe. Also beispielsweise das erste Bluetti-Video, das erste Anker-Video. Da habe ich die Produkte sehr negativ bewertet. Und trotzdem sind die durch diese Vorkontrolle durchgegangen, weil es hier eigentlich nur darum geht, festzustellen, gibt es irgendwie einen Bedienerfehler. Oder hat er irgendwas falsch dargestellt, weil er sich nicht mit dem Gerät beschäftigt hat. Das kann ja auch sein. Wenn ich jetzt bei der Glacier gesagt habe, das Ding kühlt nicht, weil ich irgendwie nicht in der Lage war, das Ding korrekt zu bedienen, dann ist es schlecht für den Hersteller, wenn so ein Video dann online geht. Es gibt auch Gespräche, die ziehen sich dann über Wochen, wenn eben dem Hersteller dieses Video so ganz und gar nicht schmeckt. Auch das hatten wir mit einem Anbieter von Navigationssystemen. Das ging über Wochen, das ging so weit, dass ich irgendwann gesagt habe, weißt du was, stopp dir die 500 Euro, die wir vereinbart hatten für das Video, irgendwo hin. Ich schneide den Markennamen komplett aus dem Video raus. Alle Szenen, wo der Markennamen zu sehen ist, werden gepixelt. Und ich veröffentliche das Video genau so, wie es aufgenommen. Und dann kam irgendwann die Freigabe, ja gut, okay, mach es so, wie du denkst, aber setz halt noch irgendwas unten in den Kommentar rein, was das Ganze erklärt. Also das kann dann unter Umständen auch schon mal ziemlich Nerven kosten. So, ich hatte eben gesagt, ich fordere dann von dem Hersteller in der Regel auch eine Bearbeitungsgebühr oder ein Honorar oder wie auch immer ihr das nennen wollt. Warum mache ich das? Die Höhe bemesse ich tatsächlich nicht nach dem Aufwand. Das sollte man eigentlich sagen, wäre das Logischste. Das heißt, je mehr Aufwand ein Video hat für eine Firma, umso höher soll dann auch der Verdienst sein. Darum geht es mir auch gar nicht. Und das will ich ein bisschen erklären. Die aufwendigsten Videos sind im Grunde nach die, je kleiner das Gerät ist. Also Dashcam-Video zum Beispiel. Da habe ich deutlich mehr Arbeit mit, als jetzt bei der Glacier zum Beispiel oder bei der Wave 2 bin ich aktuell dran. Nee, hier geht es um was ganz anderes. Und da brauchen wir einen kleinen Exkurs ins Steuerrecht, weil hier kommt das Finanzamt ins Spiel. Man sagt ja immer so schön, YouTube ist Hobby. Dem Grunde nach stimmt das und es stimmt auch wiederum nicht. Es ist insofern Hobby, weil das, was ich hier mache, das hier vor der Kamera sitzen, filmen, mir halt unheimlich viel Spaß macht. Und da steht bei mir erstmal der finanzielle Hintergrund, der finanzielle Aspekt im Hintergrund. Das kann man jetzt glauben oder nicht. Wer mich kennt, weiß, dass ich hier an diesem ganzen Ding einen Narren gefressen habe. Was Kameratechnik betrifft, was Drohnentechnik betrifft. Deswegen würde ich es trotzdem als Hobby bezeichnen, aber es ist kein Hobby. Es ist ein Job, es ist eine freiberufliche Tätigkeit. Und für Avantion Tour war ein wichtiges Datum der 1. Januar 2022.
An dem Tag wechselten wir von der Kleinunternehmerregelung in die sogenannte Regelbesteuerung. Kleinunternehmer kannst du heute sein, wenn man, ich sag mal, bis 22.000 Euro Umsatz pro Jahr hat. Vorsicht, Umsatz, das ist nicht Gewinn. Ja? Ganz wichtig, wer gleich sagt, der verdient 22.000 Euro im Jahr. Nein, hier geht es um Umsatz. Und wer die Grenze überschreitet, wechselt in die sogenannte Regelbesteuerung. Das heißt für mich, ich kann als Avantia on Tour jetzt hingehen und kann Rechnungen schreiben, muss dann aber 19% davon dieses Betrages zunächst mal als Umsatzsteuer an das Finanzamt abführen. Im Gegenzug, und das ist halt das Schöne an der Sache, kann ich natürlich von jeder Rechnung, die reinkommt für Objektive, für Drohnen und so weiter, bis runter zur Tankquittung, kann ich die 19% Mehrwertsteuer praktisch als Vorsteuer gegenrechnen. Und dann nach 3 Monaten machen wir dann eine Aufrechnung und dann muss ich dem Finanzamt melden, ob ich Geld von denen zurückbekomme, was ganz selten der Fall ist, oder ob ich Geld ans Finanzamt zahlen muss. Bei den Geräten, die wir hier so bekommen, fließt hier erstmal kein Bargeld. Ne? Erstmal bekomme ich nur ein Gerät und auch davon will das Finanzamt Geld haben. Nehmen wir mal die aktuelle Kooperation mit EcoFlow. Das waren die Glacier und die Wave 2. Das war ein Warenwert von ungefähr 3.500 Euro. Und davon zahle ich erstmal die darin enthaltenen 19%. Das sind ungefähr 560 Euro. Die zahle ich erstmal ans Finanzamt. Egal, was da kommt. Die werden am Ende des Quartals ans Finanzamt abgeführt. Habe ich bis zum Jahresende es nicht geschafft, diese Einnahmen irgendwie durch Ausgaben ein bisschen auszugleichen, dann zahle ich auf meinen Gewinn nochmal 20-30%, je nachdem, wie hoch die Einkünfte sind. Ob man noch einen normalen Job hat, dann ist der Steuersatz etwas höher. Also da kommt dann am Ende des Jahres nochmal Einkommenssteuer drauf. Und ich gucke dem Grunde nach immer, welche Steuerlast habe ich zu tragen, wenn ich in eine Kooperation eingehe? Wie teuer ist das Produkt? Das heißt, habe ich ein teures Produkt, fordere ich mehr Geld? Habe ich jetzt eine Dashcam, dann ist meine Steuerbelastung relativ überschaubar bei einer Dashcam für 300 Euro. Die 19%, das ist nicht die Welt. Dann sage ich, okay, was weiß ich, wir machen 250 Euro. Und wenn die Steuerlast relativ hoch ist, dann sage ich, okay, Maximalbeträge bei mir sind so 750 Euro. 800 Euro. Vorsteuer. Die muss ich ja nachher, wenn sie dann gezahlt werden, auch wieder versteuern. Jetzt könnte man natürlich sagen, ja, hör mal, was soll das? Du machst doch über die Videos ein Schweinegeld. Ja, wenn dem mal so wäre. Ich blende euch hier mal das erfolgreichste Video ein, was das Thema Kooperation betrifft. Das ist die Delta Max mit dem Wattstulle Solarpanel. Das ist jetzt auch schon einige Zeit online. Und das ist für unsere Verhältnisse außergewöhnlich gut gelaufen. Das muss man so sagen. Ihr seht hier 392 Euro vor Steuern. Umsatz und, was mir noch viel wichtiger ist, 188 Abonnenten, die auf dieses Video zu uns gefunden haben oder über dieses Video zu uns gefunden haben. Das ist aber leider die große Ausnahme. Gehen wir mal weiter. Ich habe hier noch ein paar Beispiele. Bluetti AC200 Max hat 0 Abonnenten gebracht und sagenhafte 35,64 Euro. Dann haben wir das Video über die Maxpedian Grots, über den Dual Fuel Generator. Auch hier 0 Abonnenten, 40,05 Euro. Dann haben wir hier das allererste Anchor-Video, das war dieser ganz kleine 521, sagenhafte 11 Abonnenten, 63,80 Euro. Hier, das ist vor kurzem online gegangen, das ist das Video über die Delta 2, 15 Abonnenten und 80,37 Euro. Und ganz aktuell das EcoFlow Glacier-Video, minus 7 Abonnenten. Und sagenhafte 37,02 Euro. Versteht mich da jetzt bitte nicht falsch. Ich beschwere mich zu keiner Zeit da über irgendwas. Ich habe mir das frei ausgesucht. Ich habe Spaß an der Nummer. Und deshalb mache ich das auch.
Ja. Aber wenn es mir gelingt, diese Kosten auf den Hersteller abzuwälzen, warum soll ich das nicht machen? So, und jetzt könnte man natürlich sagen, okay, dann verkauf doch einfach die Geräte, die du bekommst, irgendwo bei eBay oder so. Da kann ich nur vorwarnen, aus mehreren Gründen. Zum einen gibt es da mittlerweile eine Neuregelung seit 1. Januar. Ich will ja nicht zu tief reingehen, aber alles über 2000 Euro ist vom Plattformbetreiber ans Finanzamt zu melden. Und zum anderen, wenn ich das als Freiberufler verkaufe, also quasi als Selbstständiger verkaufe, laufe ich unter Umständen auch noch Gefahr, Gewährleistung geben zu müssen. Also, das kann man machen im Freundeskreis, wo man sich einig ist. Aber an Fremde, ich würde davor warnen. Und wo es mir dann wirklich nachher komplett die Füße wegreißt, sind dann solche Kommentare hier, beispielsweise bei Facebook. Ach Mensch, schade, Dirk und Sonja habe ich euch mal für Mega XXL Roomtools geschätzt, professionell Natratop. Schade, dass es jetzt überwiegend um sogenannte Produktplatzierungen geht. Wir hatten im vergangenen Jahr, in 2022, insgesamt 137 Videos. 2 bis 3 pro Woche. Und ich versuche da immer einen guten Mix hinzubekommen. Von den 137 waren 41 Roomtouren. Ich muss das hier jetzt ablesen. 41 Roomtouren, 50 Reisevideos inklusive der Wochenendtouren, 24 Videos über unseren Avanti-Abgang und Hümer, der dazu kam. Wir hatten 11 sonstige Videos, die sich da jetzt nicht so unbedingt zuordnen lassen. Und 11 bezahlte Kooperationen. 11. Auf 12 Monate verteilt. Bei 2 bis 3 Videos die Woche kommt da alle 5 bis 6 Wochen mal eine bezahlte Kooperation. Sorry, Folks. Also da bin ich echt raus und da kann ich auch wirklich, da kannst du teilweise wirklich mit Verstand gar nicht mehr demjenigen beikommen, weil das einfach so ein Unsinn ist, sowas zu schreiben. Und das war ja jetzt wirklich bei uns noch harmlos, wenn ich da bei anderen Kanälen gucke, Olli und Manu oder bei Marc von Bergbrise Camping oder wie sie alle hießen. Die Kommentare waren ja teilweise wirklich absurd. Und deshalb meine Bitte, ich sage das jetzt am Ende des Videos nochmal, ein bisschen mehr Gelassenheit. Wir brauchen diese Kooperation, damit Geld in die Kasse kommt. Jeder Cent, der hier reinkommt, wird direkt wieder in Kameratechnik, in Videotechnik investiert, damit wir mehr Spaß an den Videos haben, damit ihr da draußen eine bessere Qualität habt. Und ich sag's nochmal, ich habe einfach Spaß an solchen Videos. Ich bin jetzt gerade beispielsweise die Wave 2 am Einbauen hier ins Fahrzeug. Ich habe einfach Spaß an solchen Bastelaktionen. Und deshalb an die Kritiker da draußen, lasst uns doch einfach machen. Wenn ein Video nicht interessiert, klickt es weiter. Aber nehmt uns bitte nicht die Freude an dem, was wir hier tun, durch solche Kommentare. Habe fertig. Ich freue mich jetzt ganz riesig auf eure Kommentare. Knallt mir die Kommentarfunktion voll. Ihr wisst, ich antworte in der Regel subito. Und ja, vielleicht kommen wir hier in eine Diskussion um ein kleines bisschen mehr Gelassenheit. Bleibt bitte gesund da draußen. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.